Herr Richter, Sie vertreten die DGWO hier vor Ort. Das ist richtig, ja. Ich leite das Kundenzentrum der DGWO hier in der Gropiusstadt. Dürfte nicht ganz einfach sein, denn mancher Ihrer Mieter-Kunden hat Probleme, die er bei Ihnen abladen möchte und wo er vielleicht auch Veränderungen sehen möchte. Also ich glaube, dass Wohnungsverwaltung oder wie man heute moderner sagt, Bestandsmanagement generell keine einfache Aufgabe ist. Hauptsächlich deswegen, weil man mit Menschen zu tun hat und diese Menschen haben Probleme mit ihrem Zuhause, also mit etwas, was ihnen sehr stark am Herzen liegt. Diese Probleme können sich beziehen einerseits auf die Wohnung, dann müssen wir Mängel beseitigen, aber vor allen Dingen beziehen sie sich eben auch auf Streitereien mit Nachbarn, wo denn der Vermieter häufig, manchmal zu Unrecht, als Schiedsrichter gefragt ist. Das macht die Aufgabe interessant, aber nicht immer ganz einfach. Sind die Probleme, die an Sie herangetragen werden, manchmal schwer oder nicht lösbar oder finden Sie immer einen Weg? Also das wäre vermessen zu sagen, dass wir immer einen Weg finden. Das ist, glaube ich, auch nicht möglich. Aber selbstverständlich ist es so, dass wir uns bemühen, alle Probleme zu lösen. Aber man wird nie. Es gibt immer einen gewissen Interessenkonflikt zwischen Vermieter und Mieter. Und diesen Interessenkonflikt, den kann man nicht auflösen. Und deswegen kann man auch nicht all das lösen, was der Mieter an einen heranträgt. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon zufrieden damit. Und wenn man bei uns so die Sprechstunde sieht, da kommen viele Mieter mit ihrem Problem und die meisten gehen dann schon befriedigt wieder heraus. Die DGWO ist ja von Anfang an dabei, das heißt, sie hat die Gropiusstadt mit aufgebaut zu einem ganz erheblichen Teil. Wie hoch ist der Anteil? Es gibt in der Gropiusstadt ungefähr 16.000 Wohnungen und davon werden 4.300 von der DGWO verwaltet und sind auch von der DGWO seinerzeit gebaut worden. In diesen 4.300 Wohnungen leben etwa 10.000 Menschen, das ist ein Viertel der Bevölkerung der Gropiusstadt. Damit sind wir nach der GEHAG der zweitgrößte Vermieter in der Gropiusstadt. Das bürdet Ihnen natürlich auch eine gewisse Verantwortung auf. Ich glaube, das ist besonders den städtischen Wohnungsgesellschaften bewusst, dass sie Verantwortung zum Teil für ganze Stadtteile wie hier in der Gropiusstadt haben. Und dass wir diese Verantwortung wahrnehmen, zeigt gerade hier nicht zuletzt, dass wir ein Stadtteilmanagement haben, was versucht, das Image der Gropiusstadt zu verbessern, was versucht, die Mieter zu Initiativen zu bewegen, was versucht, die Mieter hier in der Gropiusstadt zu halten. Das sind alles Arbeiten, die dem ganzen Stadtteil über unsere eigentliche Mieterschaft hinaus nutzen. Die Politik wurde gefordert, die Fehlbelegungsabgabe wurde in der Gropiusstadt abgeschafft. Dies eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten. Ja, das war für uns ganz wichtig, für uns Wohnungsgesellschaften. Das haben wir ja jahrelang gefordert, insbesondere hier auch in der Gropiusstadt am sogenannten runden Tisch. Und wir sind sehr froh darüber, dass jetzt die Belegungsbindung ausgesetzt ist und auch die Fehlbelegungsabgabe aufgehoben ist. Und wir gehen auch davon aus, dass das für die nächsten Jahre Bestand haben wird. Für uns ist die Vermietung sehr viel leichter geworden dadurch. Es gelingt uns auch, die Struktur unserer Neumieter zu verbessern. Das war ein ganz wesentliches Ziel. Nicht zuletzt deswegen haben wir keine Leerstände in der Gropiusstadt. Da stehen wir auch besser da als andere Vermieter, da sind wir sehr stolz drauf. Die Fehlbelegungsabgabe sollte ja eher dazu dienen, die Fluktuation etwas zu senken. Das ist uns noch nicht ganz so gelungen, aber wir sind jetzt auf einem Fluktuationsniveau, wie es eigentlich in ganz Berlin oder wie ich neulich gelesen habe, sogar in ganz Deutschland herrscht. Ziel ist die soziale Durchmischung, das heißt, dass, wenn ich das mal so sagen darf, die weniger Begüterten mit den etwas Wohlhaberen in Eintracht miteinander leben können. Ja, das ist sozusagen die Aufgabe jedes Verwalters und hier insbesondere. Wir versuchen, eine soziale Mischung herzustellen. Wir müssen da gegen eine ganze Menge Vorurteile kämpfen. Manche Leute sagen, hier wohnen nur noch Ausländer, andere sagen, hier wohnen nur noch Sozialhilfeempfänger. Das ist alles falsch. Wir haben bei diesen Gruppen bestimmte Anteile, die sind aber völlig normal für so ein Wohngebiet. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung zum Beispiel in der Gropiusstadt liegt in etwa auf dem Niveau, wie es in Berlin herrscht. Das gehört heute einfach dazu. Und der einzelne Verwalter, meine Mitarbeiter sind natürlich gefordert, diese Durchmischung auch in etwa in jedem Hauseingang herzustellen. Das ist nicht immer ganz einfach. Ja, natürlich, denn ein Mietvertrag ist ja auf unbestimmte Zeit abgeschlossen worden und von daher kann der Verwalter ja zeitgemäß erstmal wenig Einfluss üben.
Er kann Einfluss üben bei der Auswahl der Bewerber. Das setzt allerdings voraus, dass er zwischen mehreren Bewerbern überhaupt auswählen kann. Aber in der Situation sind wir in der Gropiusstadt glücklicherweise wieder. Wenn der Bewerber dann erstmal in der Wohnung ist und er puppt sich im Nachhinein als jemand, den man doch lieber nicht genommen hätte, dann ist es allerdings sehr schwer, ihn wieder loszuwerden. Und solche Fälle gibt es auch, weil man halt in die Menschen nicht immer reinschauen kann beim Bewerbungsgespräch. Ich möchte aber eindeutig betonen, dass das Einzelfälle sind. Die Gropiusstadt ist 40 Jahre alt geworden. Sie feiert dieses Jahr Geburtstag und den Geburtstag feiert natürlich auch die DGWO. Genau, das sieht man ja heute beim Mieterfest. Wir feiern den Geburtstag zusammen mit unseren Mietern. Wir freuen uns, dass die Gropiusstadt mit 40 Jahren noch so in einem guten Zustand ist. Und wir werden weiter daran arbeiten, dass das auch so bleiben wird. Also die nächsten 40 Jahre sind gewiss. Ja, davon gehe ich aus, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich das dann noch erleben werde. Bedanke mich recht herzlich.